Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Icarus. Ich habe ein bisschen abgewartet, bis diese Kupferbarren fertig sind, denn wir erinnern uns, ich möchte gern den Generator bauen. Und mir fehlt noch einmal elektronische Teile. Und um dieses eine Teil zu bauen, brauche ich eben Kupferbarren. Das hat nicht ganz gereicht, was ich da beim letzten Mal besorgt habe. Aber in der Zeit habe ich eine Decoration Bench gebaut, einfach aus Neugier. Und eine Trophäenbank, aber wenn mich nicht alles täuscht, brauche ich hierfür auch die Häutungsbank, um eben diese Köpfe zu bekommen. Sollte kein Problem darstellen. Soweit, so gut. Des Weiteren habe ich mir auch noch die Schuhe hergestellt. Jetzt bin ich komplett ausgerüstet fürs Wüstenbiom. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt hin. Es ist der frühe Morgen. Ich habe einen Standard-Steinhochofen dabei, um wenigstens Eisen und Kupfer schon direkt dort zu verarbeiten, weil jemand von euch clevererweise geschrieben hat, die Barren wiegen weniger als die Erze. Und das macht dann natürlich Sinn. Dann kann ich das da arbeiten lassen und dann die schweren Erze mitnehmen, denn ich wollte jetzt nicht diesen Riesenofen mitnehmen und auch keinen neuen bauen. Machen wir es einmal so. Und es geht ja in erster Linie auch erstmal darum, so ein bisschen zu schauen, was denn die Wüste eigentlich für ein Gebiet ist. Und dann werden wir schon irgendwie den richtigen Weg finden. So, ich muss mal ein bisschen was trinken. Ich habe ausreichend Pfeile dabei, ich habe ausreichend Patronen dabei, ich habe die Sauerstoffflasche, Wasser, Kühlverbände. Sollte jetzt eigentlich kein großes Problem darstellen. Hier und da mal noch ein paar Beeren. Und dann will ich mal schauen, das müsste eigentlich hier schon durch sein, oder? Tatsache, also nicht direkt hier rechts. Wo wird das denn hier hin? Was ist das denn für ein Weg hier? Ist das hier vorne? Merkwürdig. Ach, da gehe ich gerade durch. Ach so, nee, nee, ich will da lang. Das wäre was geworden. So, geht mal alle aus dem Weg. Ich will keinen Stress hier. Das ist jetzt richtig. So, und es gibt wohl einen Tunnel oder eine Höhle, die als Abkürzung zwischen zwei Biomen dient. Muss ich mir den Kommentar nochmal genau anschauen, aber das ist schon mal gut zu wissen. Kann natürlich auch sein, dass das im Süden der Fall ist. Aber zu wissen, was vorhanden ist, reicht ja manchmal auch schon, um dann die Augen anders aufzuhalten. Aber der Fund dieser wirklich großen Höhle in der letzten Folge war für mich schon ein ziemlicher Jackpot. Da kann ich immer wieder hin zurückkehren. Musst du mal schauen, weiß ich noch, wo das Ding war? Ja, hier oben, ne? Da war das, glaube ich. Im großen Wasserfall, das ist ja ein ganz guter Hinweis, glaube ich. Denn so viel Wasser am Kartenrand haben wir hier nicht. Im Norden zumindest. Nur meine Pfeile wieder. Und da haben wir das, schaue ich mir mal kurz an, denn ich habe ja jetzt den Bohrer. Und dann ist vielleicht gar nicht verkehrt, zu wissen, wo hier was stattfindet.
Was ist das denn? Ah ja, okay, Enzym. Das habe ich auch schon gesehen für die Trophäen beispielsweise. Also nicht die Trophäen, sondern auf der Decoration Bench. Da gibt es so ganz gewisse Bronzestatuen oder sowas und die benötigen Condensed Enzymes, glaube ich. Also genau das, was ich hier wahrscheinlich finden werde. Das ist schon mal gut zu wissen. Da sehen wir es schon. Aber wie gut. Wie gut das ist. Ich bin echt gespannt, wie sich die Temperatur da jetzt bemerkbar macht auf meinen Spielecharakter. Und wie häufig ich jetzt wirklich trinken muss oder irgendwas. Wie gesagt, ich bin komplett ausgerüstet. Ich habe das gesamte Outfit, das passend zur Wüste vorhanden ist. Das ist schlecht. Wo ist er? Oh, der ist böse. Oh. Ist gut. Ich werde jetzt kein Tier ausnehmen oder irgendwas dergleichen, weil ich möchte mir erstmal mein Inventar freihalten für Dinge, die ich finde. In erster Linie Erze und so. Schau mal eben. Schauen wir mal. Mal eben schauen, nicht, dass ich hier die falsche Abzweigung nehme. Ah, genau, das ist hier direkt die Kreuzung zu Wüste oder Schnee. Ich höre dich. Da ist der nächste Bär. Obwohl, warte mal, wir machen es mal so. Also Bären sind hier auf jeden Fall schon mal sehr gern. Ja, ich dachte irgendwie, dass ich den Bären vielleicht so bekommen könnte, aus der Ferne im Stealth-Modus mit dem Bogen. Aber die scheinen hier doch ein bisschen stärker zu sein. Oh, wie cool das ist. Was? Leichter Sandsturm. Warte mal, muss ich mich dafür jetzt ein bisschen verschanzen? Ich glaube schon, ne? Obwohl, wenn ich hier bin, dann ist der ja weg. Ja, dann warte ich kurz ab. Ich glaube, da saß gerade ein Tier, was mir so noch nicht bekannt war. Oder das sah nur so aus. Das könnte eine Hyäne oder sowas sein. Ja, das startet immer wieder neu.
Hierhin gehört aber Tatsache. Auch schön das Hitzeflimmern. Sehr cool gemacht. Ja, das Wetter-Event scheint jetzt weg zu sein. Das findet nur da vorne statt. Was geht denn hier ab? Warte mal, du hast vielleicht was für mich? Keine Ahnung, was mir das bringt. Na komm, brauche ich nicht. Kann ich aber ein Zebra mir schnappen als Reittier? Eine Antilope? Also, das ist ein bisschen merkwürdig. Sehr gut, die sind auf jeden Fall nicht so sonderlich schwer. So, temperaturmäßig geht's, glaube ich, ganz gut. Unten links sehen wir, das stieg zwar bis kurz vor die Flamme, aber das sollte okay sein. Oh Gott. Leute. Ah, wie dumm. Ja, ich denke fast, ich sollte mir noch eine richtige Schusswaffe bauen. Pistole oder Schrot. Mann, ich denke die ganze Zeit, ich habe den Bogen in der Hand. Okay, XP kann ich hier auf jeden Fall sehr schnell sammeln, so viel steht mal fest. Was haben wir denn hier? Das ist der Standard. So, ich habe noch 60 Schuss. Das heißt, ich kann mich schon noch ein Stückchen reinwagen. Und mal What? Denn hier ab? Hohlkreuz. Das ist ja krass. Aber sind die friedlich oder wahrscheinlich wie die Büffel, ne, wenn ich zu nah rangehe? Oh oh. Hau mal ab. Ich will nicht auf dich schießen. Auch wenn die Stoßzähne bestimmt irgendwie Material sind, was ich gebrauchen kann.
Haben wir nicht Zeit für ein schönes Foto hier, Leute? Ich glaube schon. So, ich wage mich jetzt mal eben so ein bisschen. Ah, okay. Vorbei. Bleib mal schön da. So, da drüben haben wir ein Warzenschwein, was hier Wildschwein heißt. Vielleicht ist es ein Wildschwein. Für mich ist es ein Warzenschwein. Die Frage... Junge. Da könnte eine Höhle sein, tatsächlich. Das sieht merkwürdig anders aus. Nee. Ich schau mal eben, wo genau ich jetzt hier bin. Ah, da oben, okay. Welche Verbindungen haben wir denn hier sonst noch? Hier könnte ich wieder zurück ins gemäßigte Gebiet, aber dann muss ich komplett außenrum und so. Das ist vielleicht Quatsch, weil die Zeit natürlich auch vergeht. Mit einem Reittier wäre das hier natürlich wesentlich angenehmer, weil hier große freie Flächen sind, die zu Fuß zwar möglich sind, aber da verliert man natürlich auch eine Menge Zeit, ne, wenn man hier... Was willst du denn? Geh weg. 3600 pro Skorpion ist gar nicht so verkehrt. Oh, warte mal, hier? Ach, ganz normale Fasern, okay.
Ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich hier irgendwo eine Höhle finden würde. Grad haben wir hier. Warte mal, falls hier so ein Sturm kommt. Das ist auch kein Shelter? Bitte? Jetzt aber. Das ist doch schon mal was. Was haben wir denn hier mit Platin? Das Kupfer, ne? So, ein bisschen Holz brauche ich natürlich noch, aber für den Anfang machen wir erstmal das. Wohl das. Das sind hier glücklicherweise ein paar Bäume. Was ist denn hier los?
Ach ne, Platin. Wo sind wir denn hier? Ah, direkt an dem L5-Felsen im Norden. Das soll mir erstmal reichen. Hier noch Eisen nehme ich einmal mit. Eisen, Eisen. Was denn damit auf sich? Wieso? Geht das immer wieder aus? Nee. Doch, jetzt ist es wieder aus. Was hat es denn damit auf sich? Was ist denn hier los? Müsste okay sein, oder? Okay. Wieder aus, keine Ahnung. Die Kupferbarren warte ich jetzt noch. Eisen kann ich ja ein andermal holen. Denn für Kupfer bin ich losgezogen und um einen ersten Eindruck zu bekommen. Und den habe ich unten Stufenaufstieg auch noch mitgenommen. Also alles sehr gut. Ich glaube, ich werde für die nächste Folge mir mal die gesamte Karte ausdrucken und dann einfach mit einem Stift, also mit so Tinte und so einem Stift, dann so
durchstreichen, wo ich schon war und so. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Als hier immer noch mal eine extra Map aufzuhaben und dann zu gucken, wo war ich denn schon, wo nicht und so. Ich glaube, mit Stift und Papier geht es hier dann tatsächlich doch ein bisschen leichter. Jetzt ist das wieder aus, wenn ich zu weit weg bin wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich ärgerlich, denn hier drin ist leider ein bisschen... So, wegen der Lungenentzündung. Da will ich jetzt nicht unbedingt mir das einfangen. Ja, aber hitzemäßig alles cool soweit. In der Höhle selbst wird es ein bisschen kälter. Alles gut, ich kam mehr oder weniger gut vorbereitet. Ich brauche noch ein elektrisches Teil, das heißt, das, was ich jetzt hier dabei habe, reicht im Grunde auch schon. Ich würde fast sagen, wir machen so. Ja, das kann ich alles mitnehmen. Ich glaube, da muss ich mich jetzt nicht verrückt machen. Das können wir deaktivieren. Und dann würde ich aber dennoch sagen, 16:38, das ist schon recht spät. Da wird es nicht mehr lange dauern, bis es dann dunkel wird. Ich will einfach nur, um zu wissen, was der mir gibt, einfach mal einen Elefanten jagen, Leute. Auch wenn der mir nichts tut, aber ich habe den Eindruck, der könnte irgendwas Sinnvolles für mich haben, wobei ich jetzt auch noch nicht weiß. Ich warte mal eure Kommentare ab. Wenn ihr sagt, der bringt einfach nur mehr Leder und mehr Knochen und so, dann muss ich das nicht unbedingt machen, weil ich glaube, dass der mit einem Schuss auch nicht erledigt ist. Aber wenn ihr sagt, nee, da gibt es ganz besondere Teile oder keine Ahnung was, oder die Menge an Knochen und Leder lohnt sich schon, dann ziehe ich das natürlich in Betracht, aber so... So einen Kampf eingehen. Oh. Leichter Sandsturm. So, jetzt schauen wir mal eben. Da vorne ist ein größerer Felsen. Das könnte reichen hier. Nein, der geht nicht. Oh Gott. Geh mal weg. Jetzt natürlich schlecht. Boah, wieso ist denn das alles nicht abbaubar? Oh nein. Ist das Shelter hier? Das könnte ich sogar so überstehen. Jetzt aber eigentlich nicht unbedingt riskieren. Ja, manchmal reicht es, wenn man... Nee. Ja, das sollte ich eigentlich so schaffen. Vorne geht's links rum, dann komme ich ein bisschen schneller raus. Das ist genau die Kreuzung. Ja, es sollte aber okay sein.
Oh Gott. Das war knapp. So, da haben wir auch schon das Schneegebiet. Ich glaube, da sollte ich mich jetzt erstmal nicht blicken lassen. Genau, da lang geht's. Bei einem hohen Bogen erstmal zurück. Aber finde ich schon ganz cool, das Wüstengebiet, dass da Elefanten sind und Zebras und so. Das ist alles echt schon ganz nett gemacht. Aber wie gesagt, mit einem Reittier macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Wahrscheinlich mit einem Reittier und diesem Karren hinten dran. Und sich dann vielleicht so eine kleine Base irgendwo mittig bauen und dann da mehrere Tage verbringen und dann eine Expedition in der Wüste machen. Von da dann weiter upgraden zu Schneeuniform, um dann da hinzukommen und so, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ohne Reittier ist man hier halt wirklich ewig unterwegs. Und der Weg von meiner Base zum Wüstengebiet geht noch. Aber im Wüstengebiet selbst, mit sehr viel freier Fläche und die Zeit vergeht eben. Und dann kommen noch Stürme hinzu. Da wäre es natürlich dann von Vorteil, wenn man sich ein bisschen Material mitbringt, auf einem Reittier hingeht, eine Hütte baut, die hoffentlich stabil genug ist. Um dann da eben eine Unterkunft zu haben quasi. Jetzt wird es auch schon dunkel. Aber sehr schön, sehr erfolgreich. Genauso habe ich mir das gedacht. Einmal reinspringen in die Wüste, sich ein bisschen umschauen, das besorgen, was ich tatsächlich brauche. Einen Eindruck bekommen von Feinden und so weiter. In jedem Fall brauche ich entweder noch eine Schusswaffe oder dreimal so viel Munition. Auch wenn ich jetzt noch 31 Schuss habe, so ist nicht, aber da fühle ich mich dann doch ein bisschen sicherer, wenn ich genügend dabei habe. Naja, kann ich hier noch irgendwas... Eieiei.
So, jetzt sollte ich nicht mehr allzu weit entfernt sein. Und dann würde ich sagen, der grobe Plan für die nächste Folge ist dann, ein richtiges Gehege zu bauen. Ein stabiles. Mit Steinmauern und allem drum und dran. Und dann besorge ich mir so ein Tier hier. Zähme das und dann habe ich hoffentlich ein gutes Reittier, womit ich dann zurück ins Wüstengebiet gehe, um dann zu schauen, ob ich da noch was ein bisschen was entdecken kann und abbauen kann und so weiter, inwiefern ich den Plan dann schon umsetzen kann, da irgendwas zu bauen und so, weiß ich nicht. Na, jetzt haben wir gleich schon Stufenaufstieg, sehr schön. Stufe 35, jetzt haben wir 7 Entwurfspunkte, also auch ein bisschen Budget für Dinge, die vielleicht nicht so unbedingt notwendig sind. So, da sind wir auch schon. Sehr schön, das hätten wir geschafft. Ja. Und dann... Ja, jetzt ist die Frage, nee, ich stelle mal nur das her, was ich wirklich brauche. Das ist alles voll, das können wir hier reinhauen. Das hätten wir und damit können wir jetzt den Generator bauen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hinstellen muss oder sollte. Ein effizienter, wenn auch einfacher mit Biosprit betriebener Stromgenerator. Wortwörtlich oder im übertragenen Sinne, wir sind weit gekommen seit dem Verlassen der Faraday Disk. Ich kenne mich da halt nicht aus mit diesen Schläuchen und Stromkabeln und so, ne? Macht das Sinn? Ich würde fast sagen, ich stelle den da draußen hin. Hier so. Und der hätte jetzt natürlich ganz gern... Oh, der Kanister ist oben, ne? Beim Bohrer. Gar nicht verkehrt. Gib mir das Ding mal. Das nehme ich jetzt auch mal eben mit. Eben genau für diese Enzymsache. Aber früher oder später werde ich wahrscheinlich mehr als einen Bohrer bauen müssen. Und die dann platzieren, die dann auf meiner Karte markieren, um dann eben im Hintergrund eine weitere Einnahmequelle zu haben. Abseits von all den Höhlen und so. So, schauen wir mal. Also erstmal würde ich sagen, lade ich das ein bisschen auf.
Zwischenzeit. Mache ich da mal mit rein. Oh Gott. Ein Kraftstoffnetzwerk verbunden. Schauen wir mal eben, wo haben wir denn die ganzen Kabel und das ganze Gedöns? Ah, hier. Ein Werkzeug zum Erstellen und Verbinden von Stromnetzwerken. Beim Fabrikator. Carbonfaser, Kupferbarren, veredeltes Gold. Ein Scanner, der verschiedene tiefe Erzvorkommen in der Umgebung aufdecken kann. Sehr wichtig. Warte mal, Taschenlampe heißt... Die Frage ist halt, beleuchtet das wie die Laterne nur um mich herum oder ist das wirklich eine Taschenlampe, die richtungsweisend quasi so einen Lichtkegel, den ich steuere, macht? Ich ziehe es jetzt einfach mal durch. Elektrischer Hochofen. Ein Lichtbogenofen in Laborqualität, der sowohl einfache als auch hochentwickelte Materialien schmilzt. Warum nicht? Rasches Herstellen von verbesserten Zutaten und Rohstoffen. A portable topographical radar unit powered by electricity angers local wildlife. Achso, das haben wir schon mal. Ein praktisches Bohrgerät, welches mit Strom betrieben wird. Ja. Das heißt, ich muss den Generator dann mitnehmen. Ich muss Kabel mitnehmen, um das dann... verstehe. Geringes Gewicht, tödlich auf hohe Reichweite. Aluminium, Carbon... Verbundwerkstoffe. Okay. Wasserpumpe. Kleine, aber Axialpumpe, nützlich, um Wassernetzwerke aufzubauen. Das und das. So, einen Punkt habe ich noch. Den behalte ich mir mal so. Zack. Kraftstoffverbrauch soweit so gut. Zack. Und jetzt haben wir hier alle möglichen neuen Dinge, die ich dann beim nächsten Mal vielleicht teilweise bauen werde. Das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Tolles Wüstenbiom, wie ich finde. Schön, dass wir ein bisschen vorangekommen sind. Der Generator ist jetzt da. Von hier aus können wir natürlich anders expandieren und Dinge bauen und verschnellern und so. Da freue ich mich auf die nächste Folge, Leute. Bis dahin. Ciao.